Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. So ist es. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur nächsten Videofolge hier auf unserem Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir begeben uns mal wieder zur, kann man das sagen, Königin der Meere. Irgendwie dann doch auch schon. Die legendäre Titanic will weiter geklebt werden. Nicht geschraubt, oh, nicht wirklich. Ein bisschen höchstens, aber hauptsächlich geklebt werden. Und zwar, die nächsten vier Ausgaben sind da, die wir uns heute in einem Video annehmen wollen. Die Ausgaben 52 bis 55 unserer Multifunktions-Titanic wollen wir uns annehmen. Zuletzt haben wir an dem großen Hauptdeck, was wir hier haben, ja, wieder einiges an Details angebracht. Ich halte mal das Riesenteil in die, von Deck in die Kamera. Das ist riesig schon geworden. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Dieses hier ist zuletzt angebracht worden, beziehungsweise nicht angebracht worden. Es ist noch locker drauf, kann ich auch wieder abnehmen, aber wird demnächst, denke ich mal, angebracht werden. Und ja, das ist das Ergebnis bis jetzt. Und da werden weitere Details jetzt folgen. Wir werden nämlich weitere Davitarme, Rettungsboote und so weiter bekommen. Und wir starten heute, das ist der Hauptpunkt quasi für diese Folge, mit dem Bau des dritten Schornsteins. Wir haben ja schon zwei. Kann ich mal eben zeigen, wenn ich es griffbereit habe, und das habe ich zufällig, alles ist griffbereit hier, oder vieles. Das ist ja die Konstruktion mit den ersten beiden Schornsteinen, die wir schon haben. Jetzt kommt der dritte Schornstein, der liegt ein bisschen separat, aber der wird genau die gleiche Funktion und das gleiche Aussehen haben wie diese beiden, auch mit einem entsprechenden Rauchgenerator. Und gerade deswegen, weil das Ganze schon zweimal gezeigt wurde, machen wir das Ganze so, dass das ist, wird nämlich hauptsächlich in der zweiten Hälfte bei Tobi gebaut heute, dass er euch quasi den einen oder anderen Schritt vielleicht zeigt, aber hauptsächlich eine Zusammenfassung gibt, wie nochmal dieser Schornstein zusammengebaut werden muss. Ist ja schon alles bekannt, deswegen wird es da nicht jetzt in die Details gehen. Die Details, die habe ich anhacken heute, weil wir die alle noch verbauen wollen, aber macht nichts, das ist gar kein Problem. Ja. Damit wollen wir direkt loslegen. Also auf geht's. Die nächsten vier Ausgaben unserer Titanic warten. Legen wir los mit Ausgabe 52 bis 55. Viel Spaß! So, ihr Lieben, wir legen los mit Ausgabe Nummer 52 unserer Titanic mit diesen Teilen, die wir jetzt verbauen wollen. Und zuerst sollen wir uns um die Boote kümmern. Das ist ein bisschen vergleichbar mit der letzten Folge, das nur auf der anderen Seite quasi. Wir haben hier eins der beiden Rettungsboote, die haben wir hier, und ein Kutter, also ein kleineres. Das ist dieses hier. Genau. Und wir sollen uns eins einfach davon nehmen. Und diese Plane, die zwei Löcher hat, wie man hier sehen kann, hier einfach drüber stecken. Genau, dass das erstmal soweit zusammensitzt. Bisschen drüber drücken, dann sollte das eigentlich passen. Genau, so. Und dann sollen wir diese beiden Arme, die gerade sind, hier schon mal reinstecken. Die sollen noch nicht festgeklebt werden, sondern später, wie wir es schon bei diversen Booten gemacht haben. Deswegen. Ja, setzen wir die einfach rein und legen das erstmal so beiseite, bis es benutzt wird. Dann sollen wir jetzt den Kutter nehmen. Das hier, das Boot und diese Plane sollen wir uns auch erstmal zur Seite legen. So kriegt man die Ausgabenteile auch schnell weg. Und dann sollen wir uns jetzt diese beiden Arme und den Kutter nehmen. Die beiden sind, wie ihr sehen könnt, unterschiedlich. Einmal geht der Arm ein bisschen weiter hier hin, einmal zur anderen Seite. Da müssen wir gucken, wie sich das Ganze richtig formt. Das ist einmal der hier und das ist einmal
Oh Gott, das kann man nicht erkennen in den Bildern. Das ist immer schwierig so. Ja, genau so kann man das ausrechnen. Teil 52 i und j. Und j soll wohl auf diese Seite. Ne, andersrum. So eingesetzt werden. Und dann verklebt werden. Machen wir. Reicht ein Hauch von Sekundenkleber, dass die Teile eben richtig sitzen. Einmal. Und das Ganze auf der anderen Seite nochmal genauso. So, dann haben wir die Teile schon mal dran und können trocknen. Das brauchen wir nicht weiter. So, dann sollen wir uns jetzt das Deck nehmen. Wobei, mich wundert, dass wir das Deck erstmal nehmen sollen. Na gut, ja, machen wir. Wir brauchen das Deck. Das große Deck unseres Schiffchens. Das obere. Ja, sind wir. Und sollen diesen LED-Streifen, den wir jetzt bekommen haben, mit anstöpseln. Wir haben ja schon ein paar. Vorsichtig umdrehen das Ganze. Wir haben ja schon diverse Arme hier dran. Ne? Hier haben wir da schon was angestöpselt. Da und da letztes Mal. Jetzt geht, glaube ich, an die letzte. Ganz hinten. Hier kommt noch ein Streifen mit dran. Hier ist wieder eine Abschrägung. Und hier die entsprechende Stelle, wo es dagegen stößt quasi. Das heißt, wir klemmen die wieder hier und einmal drunter. Hier geht auch übrigens eine LED, diese hier, geht hier in das Loch mit rein. Da wird dann noch der innere Bereich beleuchtet. Später. So, und dann natürlich wieder vorsichtig. Ich nehme meine Pinzette immer gerne dazu, dass wir die ein bisschen nach außen biegen können. So, dann passt das auch schon. Übrigens, wo ihr gerade vielleicht diese Pinzette seht, vielen Dank, Annadine, für dein Set von ganz vielen neuen Pinzetten. Das hilft mir ungemein. Ich war einfach zu faul, muss ich ehrlich gestehen, mir neue zu holen, weil die irgendwann die alten oder die bei den Partworks drin sitzen, sind nicht die besten und irgendwann biegen die einen weg, weil die so halt ja, nicht wirklich stabil sind. Aber so umso besser. So, die Platine sitzt mit dran, wie ihr sehen könnt. Dann mal eben wieder schnell umdrehen. Hier ist schon die Glaskuppel wieder rausgefallen. Ist auch toll, dass man die reinlegen soll, aber nicht festkleben soll. Beim nächsten Umdrehen geht ja eh alles kaputt. Oder fliegt wieder raus. Macht aber nichts. So, ich lege das mal eben so vor mir, weil wir brauchen jetzt hier diese Basis und einen Davidarm. Genau, die soll man zusammenkleben. Ich muss mal eben gucken, laut Anleitung, wie das aussieht. Ja, alles klar. Wir nehmen diese Seite, wo die Löcher, wenn man drauf guckt, weiter rechts sitzen. Und da kommt dann der Arm ran auf diese Seite. Wird festgeklebt. Mal eben kurz festdrücken, dass der Sekundenkleber schon mal hält. So. Und dann gehen wir in den vorderen Bereich. Hier nämlich. Da ist noch was offen. Auf der anderen Seite haben wir schon letztes Mal was angebaut. Jetzt kommen wir hier hin. Und soll dann angesetzt werden. Hier haben wir einen dickeren und einen dünneren Pin. Einfach einsetzen, so haben wir quasi das Gegenstück von diesem Doppelarm, den wir hier schon vor ein paar Ausgaben angebaut haben. Diese hier haben wir jetzt auch das entsprechende Endstück dafür. Gut, haben wir dran. Und das war alles, nicht alles für die Ausgabe, sondern wir haben noch dieses hier, ein Oberlicht, das kommt hier mit drüber. Soll aber auch noch nicht festgeklebt werden. Stattdessen aber, wenn wir schon da drauf behalten wollen, können wir das Ganze mit ein bisschen Klebeband befestigen. Können wir auch machen, ist gar kein Thema. Natürlich toll, dass das gar nicht so groß ist. Nochmal ein kleines einmal hier hin.
kleines Stück einmal daran, damit das halt nicht wegfließt und dann kann die Glaskuppel halt auch nicht mehr verschwinden. Gut, aber das war, glaube ich, alles für die Ausgabe 52. Genau, alles ist verbaut. Die Rettungsboote, das Kabel hier und so weiter sollen wir zur Seite legen. So, und dann machen wir weiter mit Ausgabe Nummer 53 unserer Titanic. Teil 2 für heute und das ist das Hauptstück. Wir bekommen nämlich die Basis für den dritten Schornstein. Übersichtlich, wie man sehen kann, da werden aber noch diverse Details mit angebaut. Dazu wieder auch hier der LED-Streifen, der sowohl den inneren Bereich als auch hier an den Seiten dann den Schornstein beleuchten wird. Aber auch hier sollen wir zunächst mit dem Bau des Decks weitermachen. Da haben wir noch diverse Kleinteile, wie ihr hier sehen könnt, an den Seiten. Da wollen die noch angebracht werden. Dann legen wir das mal eben zur Seite und holen uns das Deck wieder her und gehen in den Bereich, wo wir aktuell so gerne mal sind, nämlich diesen hier. Und wir sollen da die ersten Details ansetzen. Wir sollen zuerst Teil 53 D, G und H nehmen. Ja, welche das sind, das wird interessant. Die sehen ja auch immer alle gleich aus. Das ist das hier auf jeden Fall, was wir brauchen. Uiuiui, wenn man das erkennen könnte, wäre das super. Das auf jeden Fall nicht. Oh Gott, wenn man das erkennen könnte, das ist eine richtig coole Sache hier. Auf jeden Fall kommt das mit dazu. Das und ja. D, G und H. Das kann eigentlich nur der hier sein, dass wir die drei brauchen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, Punkt, aus, Ende. Ja, die sollen wir anbauen. Und zwar Teil 53D, genau, das ist jenes hier. Soll zuerst angesetzt werden, ziemlich mittig hier. Dann machen wir das. Hat auch hier einen größeren und kleineren Pin. Ja, sorry für die Unterbrechung, weil schwierig manchmal zu erkennen. Hier, diese beiden Löcher sollen wir nehmen. Da kommt das Stück mit rein. Ja, dann Teil 53G, das ist jenes, kommt hier hin. Bisschen wie Puzzeln hier, dass man in das richtige Loch trifft. Die Erweiterung hier. Oder Ausbuchtung einmal in den inneren Bereich. So. Und dieses hier, Teil 53, ja, alles Lüfter-Elemente. Kommt in die Nähe. Nämlich hier hin. Mit dem Lüfter in Richtung dieser Fläche. Geht auch nur in eine Richtung, weil die Zapfen unterschiedlich groß sind. So. Die drei Details haben wir dran. Kommen noch weitere, wenn ich umblättere? Ja, es kommen noch weitere, wenn ich umblättere. Teil 53C, oh, die anderen drei kommen auch noch, genau. Teil 53C, das ist jenes hier, kommt zum Einsatz. Das kommt auf diese beiden, die ein bisschen weiter auseinander liegen. Aber auch hier unterschiedliche Größe der Löcher, das heißt, es sollte kein Thema sein, das richtig anzusetzen. Genau, das kommt hier hin. Zack. Teilweise ein bisschen reindrücken, aber passt. Wunderbar. Dann Teil 53F ist jenes hier. Kriegt auch ein bisschen Sekundenkleber verpasst und kommt hier vorhin. Ihr seht, das Deck wächst. Jetzt zwar nicht mehr in der Länge, aber jetzt an Details. Deswegen, wenn ihr das Ganze umdreht, wie ich gerade eben mit der Platine, äußerst vorsichtig sein, wird auch in der Anleitung gesagt, äußerst vorsichtig sein, weil er kann leicht mal was wegknicken hier. Und das hier ist das letzte große Detail, was kommt. Das kommt an welchem Punkt? Wohin müssen wir? Hier vorne, genau, sind die letzten übrigen, alles klar. Dann kommt das hier hin. So. Also weitere Details hiermit angebaut. Wunderbar.
Gut, damit sind wir mit dem Deck soweit durch. Jo, alles klar, dann können wir es zur Seite legen. Nicht ganz so einfach, weil es ist ziemlich groß. So, und jetzt gehen wir zur Basis des Schornsteins. Da sollen wir zunächst das Ganze umdrehen und diese Platine einstöpseln. Mal gucken, wie es funktioniert. Hier ist auch die Abschrägung, das heißt, das Ganze kommt so rein. Die LEDs gehen durch diese Löcher dann aufs Deck. Muss ich die Kabel ein bisschen wegdrücken. So, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Mit der Platine ist das ein bisschen weniger Platz hier auf jeden Fall, das Ganze unten drunter zu klemmen. Ja, mal die ist mir ein bisschen. Ja, so kriegen wir das drunter. So. Ja, das hat funktioniert. Sitzt alles mit dran, wunderbar. Ihr seht ja auch die LEDs, die hier aus der Spitze, aus der Fläche wieder rausgucken. Okay, und sollen wir gleich mal testen? Alles klar. Dann nehmen wir uns den Tester. Da hier ist sie. Und stöpseln den einmal ein. Dann müsste es ja leuchten. So, theoretisch. Und jupp, es leuchtet. Perfekt. Wunderbar. Tut sein Übrigstes. Wunderbar. Und jetzt kommen noch diverse Details dran, die wir haben. Und zwar zum einen diese drei Lufteinlässe. Kommen wir dran. Die sind ziemlich klein und zart. Die kommen. Wo kommen sie hin? Sie kommen hin. Einmal hier oben. Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Da. Und der dritte. Das war schon ein bisschen zu viel Sekundenkleber. Geht schnell. Und kommt dann hier hin. Jo. Und dann haben wir noch diesen hier. Eine Wasserleitung. Die kommt hier in diese beiden Löcher. Mit dieser Ausbuchtung nach außen. Machen wir auch schon mal fest. So, haben wir auch. Und dann brauchen wir noch ein Gitter vom letzten Mal. Das ist von diesen Vieren das untere größere. Sollen wir abnehmen? So, das kommt hier vorne mit dran. Das sieht gleich aus an allen Enden. Das heißt, da brauchen wir uns jetzt nicht um irgendwelche Ausrichtungen kümmern. Letztes Mal, glaube ich, mussten wir das. Beim letzten Gitter. Dieses Mal aber nicht. Dann können wir das, denke ich mal, einfach so hier so reinfallen lassen. Genau. Bitten reindrücken. Dann passt das schon mal wunderbar. Und zum Schluss sollen, glaube ich, vier Fenster eingebaut werden. Wir haben ja noch hier Fenster aus dieser letzten. Ich wollte schon sagen Platine, aber es ist ja auch nicht aus dieser Platte. Da brauchen wir vier von den kleinen Fenstern, sodass noch eins übrig bleibt. Einmal, die sind hauchzart, also aufpassen. Die sind zwar, die Platte ist dann doch ziemlich dick, also von daher, das geht. Zweimal. Also verbiegen könnt ihr die jetzt nicht so schnell. Nur,
ja, sind halt klein und können gerne mal wegfliegen. Und so viel Ersatz gibt es, glaube ich, nicht. So, diese vier haben wir hier. Und die sollen jetzt hier am Rand auch mit angesetzt werden. Ich mache jetzt mal einen Hauch Sekundenkleber an die Ecken, damit die auch halten. So, nehmen wir die. So. Einmal. Ich lege die mit der glatten Fläche so ein bisschen nach unten an. Beziehungsweise, wenn es nicht funktioniert, dann doch mal eine Pinzette. Ich lege die dann also quasi in die Führung mit rein. So. Haben wir. Und irgendwo müssen noch welche sein. Da sind sie, siehst du. Einmal. Und das letzte. Gibt nicht viel zu erzählen dazu. Aus die Fenster da rein zu stopfen. So. Und schon liegen sie richtig. Wunderbar. Da zwei Fenster. Und hier zwei Fenster. Ja, damit ist die Basis vom Schornstein soweit vorbereitet. Auch die Ausgabe 53 abgehakt. So. Jetzt habe ich meinen Teil für heute erledigt. Die zweite Hälfte des Videos wird dann Tobi übernehmen mit Ausgabe 54 und 55. Da wird es dann darum gehen, den Schornstein an sich zusammenzubauen. Aber wie ich schon gesagt habe, das haben wir schon zweimal gemacht mit den ganzen Details. Das heißt, Tobi wird euch quasi eine kleine Zusammenfassung geben von dem, was zu tun ist. Aber nicht jeder einzelne Bauschritt. Das heißt, ihr braucht euch jetzt nicht auf den Bau des gesamten Schornsteins einstellen. Auf jeden Fall wird der soweit zusammengebaut. Genau, und dann auch schon mit der Basis verbunden. Aber das übernimmt dann jetzt gleich der Tobi im Video. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei der zweiten Hälfte des Videos. Wir haben ein bisschen was geschafft, auf jeden Fall an Friemelarbeit. Und ja, viel Spaß bei Tobi und wir sehen uns dann bei einem der nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, wie ihr seht, da bin ich wieder. Ja, anders als geplant. Eigentlich sollte der Tobi jetzt übernehmen. Allerdings streikte seine Technik, weshalb das Videomaterial nicht mehr verfügbar ist. Da musste ich halt einspringen. Und genau das mache ich eben. Dumm nur, dass ich die beiden Ausgaben schon für mich gebaut habe. Dementsprechend kann ich euch jetzt nur noch eine kleine Zusammenfassung geben. Aber das Gute ist, es ist nicht viel, was Neues passiert ist, nämlich eigentlich gar nichts Neues passiert. Wir haben den dritten Schornstein zusammengebaut in diesen beiden Ausgaben 54 und 55. Ihr seht schon, er sitzt an Ort und Stelle auf dem entsprechenden Aufbaute mit drauf. Die Details haben wir noch angesetzt und der Turm, sag ich schon, der Schornstein kam dann. Ich kann noch mal kurz zeigen, wie das Ganze zusammengebaut worden ist, damit ihr das noch mal im Blick habt. Ist ja schon ein paar Tage her. Wir bekommen in der Ausgabe 54 halt den Schornstein sich, eine Verkleidung dafür, dann ein paar Dampfleitungen, die mit dazu kommen. Erst kommt die Verkleidung drüber, wird wieder mit dem Minischrauben verschraubt, dann kommt das obere mit dazu, dann kommen die Details, einmal hier eine Verkleidung, nicht 54E, eine Plattform kommt mit dran, dann kommen die Dampfpfeifen und Leitungen kommen mit dazu, die werden dann hier wieder mit eingefügt, wie wir es ja auch schon kennen. Dann haben wir hier noch eine Leiter, die ebenfalls mit dran kommt, so baut sich das quasi aufeinander auf, dann ist der Schornstein an sich soweit fertig. Und dann wird er schon auch direkt mit der Plattform hier verbunden. Das seht ihr auch hier, die Kabel liegen hier schon durch. Einmal hier ein langes Kabel für den Rauchgenerator und eben das kurze Kabel von der LED-Platine. Das große Kabel guckt hier raus, ist aber alles schon montiert. Und ja, das haben wir soweit in der Ausgabe 54 dann gemacht. Und in der 55 noch unspektakulärer, da kommt nämlich dann der Inhalt des Schornsteins, der dritte und auch letzte Raucherzeuger. Wir haben zwar noch einen vierten Schornstein, aber der kommt ja nicht. Der wird nicht kommen, weil der vierte Schornstein ist quasi nur eine Attrappe,
bei dem, nicht nur bei dem Modell, sondern überhaupt bei der Titanic gewesen. Da kommt nichts raus. Das ist nur Deko gewesen. Deswegen hat der vierte Schornstein auch keinen Raucherzeuger drin. Deswegen ist das hier der letzte. Der wird hier wieder mit dem Filter und dem Tank ausgestattet. Wie wir es schon kennen, der Rauchgenerator oder Raucherzeuger ist dann hier wieder mit eingesetzt worden, wie wir es auch schon kannten, und dann alles zusammengefügt worden, sodass wir das Ergebnis haben. Das ist auch mit, ist eine Markierung hier dran am Kabel? Nö. Aber hier haben wir eine Kabelmarkierung K3. Was auch immer das heißt, auf jeden Fall wird der hier angeschlossen und dann funktioniert das Ganze. Ansonsten können wir natürlich noch mal eben testen, wie das Ganze aussieht, wenn wir hier das Ganze ein bisschen abdunkeln. Und wie der Schornstein dann aussieht mit der entsprechenden Beleuchtung. Die haben wir schon getestet, aber mit Schornstein ist das denn doch noch mit etwas anderes. Finde ich, das sieht immer ganz, gleich ganz anders aus. So, und da leuchtet es schön. Ich finde es ja cool, dass, gut, untenrum ist noch ein bisschen viel Beleuchtung. Das wird sich, auch weil es hier wieder durchscheint, wahrscheinlich ja alles wieder geben. Aber allein hier diese schöne seitliche Beleuchtung der Schornsteine, ich finde das cool. Das sieht richtig cool aus, und wenn dann alle so beleuchtet sind und dann, wenn es wirklich richtig dunkel ist, dann wirkt das auf jeden Fall richtig cool. Ja, das haben wir soweit für dieses Mal erledigt. Gut, da passiert nichts. Auch mit dem Knopf wäre auch interessant gewesen, ob da irgendwas passiert. Aber nö, warum sollte es auch? So, dann kann man das Ganze wieder abstöpseln und den Schornstein somit quasi zur Seite legen. Wir können den auch provisorisch dann auch schon mal auf das Deck draufsetzen, aber es liegt ganz so weit weg, deswegen machen wir es nicht. Auf jeden Fall hat das Deck ja diverse Details bekommen mit an allen möglichen Ecken und Kanten quasi Details bekommen. Und der dritte Schornstein ist mit der Plattform entsprechend ausgestattet worden. Das haben wir soweit alles erledigt. Und damit ist der dann auch für diese Ausgabe abgeschlossen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt am dritten Schornstein sind und am Oberdeck an sich dran sind, was beim nächsten Mal kommt. Ja, ihr Lieben, die Ausgaben 52 bis 55 der Titanic sind fertig. Das Deck hat viele Details bekommen. Ihr seht es gerade so am Rand ein bisschen rumschweben über dem Ecto. Gerade ein bisschen provisorisch drauflegen, weil das Ding ist wirklich schon riesig. Da muss man schon gucken, wo man damit hin soll, weil der Rumpf hält das noch gar nicht. So viel Rumpf haben wir gar nicht. Da muss man tatsächlich gucken, wo man das große Deck lässt. Aber ja, da sind viele Details, wie ihr gerade gesehen habt, rangekommen. Und ja, der dritte Schornstein ist dazu gekommen. Drei haben wir jetzt schon. Einer kommt noch, der Fake-Schornstein, der kommt noch mit hinzu. Und dann haben wir das Thema Schornsteine und Raucherzeuger. Gut, das haben wir schon, aber dann haben wir zumindest das Thema Schornsteine abgehakt. Abgehakt haben wir auch dieses Video. Wie geht es beim nächsten Mal weiter? Oh Wunder, es geht mit einer weiteren Plattform weiter. Die Basis für den vierten Schornstein, da haben wir sie, plus LED-Platine und ein paar Lüfter. Die gibt es in Ausgabe 56 und ich könnte wetten, dass wir dann, wenn wir schon die Basis vom vierten Schornstein bekommen, dass der vierte Schornstein an sich auch nicht weit sein wird. Wenn er in den vier Ausgaben kommt, dann wird es auch wieder nur eine kleine Zusammenfassung geben, in welcher Form, Konstellation, also was gezeigt wird, was nicht und wer es zeigt, das werden wir dann in den nächsten Wochen noch entscheiden und dann werdet ihr es sehen. Das sind dann die Ausgaben 56 bis 59, die dann als nächstes kommen. Einzel- oder Doppelfolgen. Wir werden sehen, was an Inhalt drin ist. Ja, das war alles für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Kanalabo dürft ihr auch sehr gerne hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Und ihr bekommt direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf diesem Kanal online gehen. Bis zum nächsten Titanic oder Video oder einem anderen Video von einem der unzähligen Projekte hier auf diesem Kanal. Wünsche ich euch wie gewohnt noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß beim Nachbauen eurer Titanic oder eurer anderen Projekte. Und wie gewohnt, bis zum nächsten Mal.